über den Beat so, hat sich da so breit gemacht, hat gechillt mit dem Beat, alles super. Ja, bei den beiden, ich weiß nicht, Ave Maria war auch sehr fresh. Beim LeheFX, der fliegt ja immer oft raus. Ich checke, was für ein Rapper du bist. LeheFX kommt ins Bett mit Shit, der kein Rap ist, um von Ideenlosigkeit abzulenken. Du zeigst deinen Schwanz und denkst, du hättest krass gebettet. Angriffsfläche steigt stetig, zeigst du nicht deinen Penis, da läufst du nackt durch Lehe. Du gibst alles von dir preis, wie ein Exhibitionist. Doch je mehr man von dir weiß, desto mehr will man es nicht. Versteh sich, wenn man mal einen Blick auf deine Bette zwirft. Für ein Video lässt du dein Kind mit nem Messer spielen. Du nennst Sakulus mit 16 Jahren pädophil, als mittelalter Mann, der gern die Tochter filmt, kredibil. Und da dir auch nichts peinlich ist, bist du leicht gewillt, Scheiße zu reden zu Themen, die du gar nicht blickst. Alles ist Verschwörung für einen Idioten, der auf schlau macht, der nur Fremdes reflektiert, statt die eigene Sicht auch mal. Und gefangen in der Echokammer stagniert sein Rap und jeder Gedanke, drehst die Musik laut und machst das Fenster zu im Auto, um dir selber zuzuhören und schreist dann, seh ich genauso. Gefangen in der Echokammer stagniert dein Rap und jeder Gedanke, dein Mindset ist Krebs und darum bist du auch schlecht, denn statt einen Schritt nach vorne machst du einen nach rechts. Du gehörst zu den Veteranen, doch deine Fanbase besteht nur aus den Homies aus dem Bremerhaven. Ihr seid wie ein siamesischer 30-Ling mit deinem Hirn, dessen einziger Sinn im Leben ist, dich zu verteidigen. Doch immerhin passt dadurch der Name perfekt da, du bist auf Fremdscham, nur in Lehe einen Effekt hast. Du bist kein Pokémon, man braucht kein Critical Hit, um dich zu vernichten. Dich find ich mal mit kritischem Blick. Denkst du, mit Cover-Songs wirst du hier zum Top-Favorit? Du kriegst keine Tracks, sondern Lochi-Song-Parodien. Weine nicht von Kontra K und Udo Jürgens auch Cover. Doch demnächst die Bremsen und zwar alles nur geklaut. Du bist ganz sicher nicht arbeitslos. Merkt man nur nicht dadurch, dass du Dächer deckst, aber noch nen Dachschaden hast und ganz schön am Drang bist. Gegen Ende des Monats, denn ich reich am letzten Tag ein zum Ärger des Opas.